Hallo, ich werde euch jetzt mal, solange das Licht noch einigermaßen mitspielt, ich hoffe, es reicht zumindest noch bis zum Ende des Videos, den What's in my bag Tag abdrehen in der Booktube Edition, was, naja, das Ganze nicht besonders bücherlastiger macht, aber okay. Ich wurde schon vor längerer Zeit dazu getaggt, aber ehrlich gesagt wollte ich ihn aus dem Grund nicht machen, weil ich vorher eine andere Tasche hatte. Ich habe natürlich mehrere Taschen, aber es gibt so eine Tasche, die ich eigentlich hauptsächlich mit mir rumtrage, weil die eben immer mit zur Arbeit kommt und mit zurück. Und sind wir mal ganz ehrlich, das macht meine meisten Wege aus unter der Woche. Und da brauche ich einfach eine Tasche, die groß genug ist, damit mindestens meine Wasserflasche reinpasst, bla bla bla. Und die vorige war kaputt, also da war die innen, so innen war so eine kleine Seitentasche, die war kaputt, was bedeutet hat, dass durch dieses Loch alles hinter diesen inneren Stoff gerutscht ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte nicht wirklich Lust, da den Kram rauszuwühlen. Deshalb musste erstmal eine neue Tasche her, hat also nichts mit dem Tag zu tun, sondern wäre sowieso nötig gewesen. Die Tasche ist die hier. Ist von Tom Taylor. Ich kann sie euch gerne in der Infobox verlinken. Wie gesagt, es war gar nicht so einfach, eine Tasche zu finden, die groß genug ist, die mir natürlich auch gefällt und die man oben auf irgendeine Art oder Weise verschließen kann. Also man sollte es kaum glauben, aber die meisten stehen oben einfach offen. Ich muss zugeben, das hat meine vorige auch getan. Ich dachte, ich kaufe sie trotzdem, fand es aber letzten Endes irgendwie dann doch nicht so cool, denn wie ihr vielleicht wisst, fahre ich mit der Bahn und ich meine, klar, ich passe auf meine Tasche auf, es ist auch nie was passiert, aber wenn die komplett offen ist, ist es eigentlich nicht wirklich gut. Naja, diese lässt sich jedenfalls mit einem Magnetverschluss verschließen, darüber bin ich ganz froh und ich fand die von den Farben her irgendwie total cool. Also eigentlich hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass ich sowas will, sondern eher was Schlichteres, aber weiß nicht. Ich mag die Farben und ich finde, sie stimmt mich ein bisschen auf den Frühling ein, also ja. Sehr, sehr schön. Dann öffnen wir das ganze Ding mal. Ich habe tatsächlich nicht aufgeräumt oder ähnliches. Also ich bin jetzt vor kurzem erst nach Hause gekommen und habe alles noch so drin, wie es auch tatsächlich da drin ist. Und zwar hier eben die Wasserflasche, die ich ja immer so mit mir rumtrage. Ich trinke viel zu wenig, selbst im Sommer. Weiß nicht, es ist schon ein bisschen besser geworden, aber meistens merke ich es erst viel zu spät. Also entweder ich habe dann Kopfschmerzen oder gerade jetzt bei den Temperaturen noch im richtigen Winter natürlich noch schlimmer, kriege ich dann richtig trockene Lippen und so. Und ja, es ist nicht so schön, aber ich bin offensichtlich nicht so lernfähig. Ja, ich war heute bei einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind, weil ich das alle 2 Jahre mal machen muss und daher habe ich noch die Broschüren davon hier drin. Dann natürlich Taschentücher, die wir wahrscheinlich alle so mit uns rumschleifen. Ich habe einen Stift hier drin. Gucken wir mal in die kleinen Seitentaschen. Da ist noch ein Stift. Ein Concealer. Und zwar ist der Wake Me Up Concealer von Rimmel. Eigentlich schminke ich mich nicht nach im Laufe des Tages. Ich habe den mal eingesteckt wegen, ich glaube, da war irgendwie ein Elternabend oder sowas. Und ich dachte, okay, ich frische mich nochmal auf. Ich habe zum Glück nicht so Probleme mit Augenringen, aber irgendwie sieht man einem dann doch an, wenn man den ganzen Tag schon gearbeitet hat. Dann hier noch ein Lippenstift, das ist von MAC, der Plumpho. Weiß nicht, die Farbe wird man sowieso nicht richtig sehen, oder? Ja, doch, geht. Ich mag den total gerne. Es ist mein einziger MAC-Lippenstift. Ich weiß nicht, ob da noch mehr folgen, denn ein kleiner Teil von mir ist zu geizig dafür. Aber den hier musste ich besitzen, schon allein, weil die Farbe für mich perfekt ist. Also das ist so. Die sieht total dunkel aus, ist aber relativ natürlich, zumindest für meine Lippenfarbe. Von daher eine gute Investition. Dann habe ich hier natürlich Schlüssel. Und ihr wisst, ich habe einen kleinen Eulentick, der wirkt sich natürlich auf meinen Schlüsselanhänger aus, nicht wahr? Man gönnt sich ja sonst nichts. Und völlig schwachsinnigerweise, oh, habe ich hier noch eine Oyster-Card aus London. Die war eben in der alten Tasche und ich wollte die nicht wegschmeißen, weil man die ja wieder aufladen und verwenden kann und habe sie deswegen einfach wieder in die neue Tasche geschoben. Bis wir vielleicht mal wieder in London landen, habe ich vermutlich schon wieder vergessen, dass ich die schon habe. Hier ist noch ein Namensschild drin. Ich trage auf der Arbeit eigentlich kein Namensschild. Das war vor Jahren mal zu irgendeinem Tag der offenen Tür oder so. Ich meine, unsere Eltern kennen meinen Namen oder sollten ihn zumindest kennen. Honigreiswaffeln von Alnatura.
Ich liebe die. Es sind die einzigen Reiswaffeln, die ich esse, weil ich finde, die anderen sind so ähnlich wie Styropor-Essen. Die sind total lecker. Ich weiß nicht, ob ihr Smacks kennt, diese Honig-Cornflake-Dinger. So ähnlich schmecken die und sind halt total gut so für zwischendurch. Ich esse die manchmal, wenn ich direkt nach der Arbeit, oder das mache ich meistens, ins Fitnessstudio gehe. Und dann habe ich danach natürlich irgendwie Hunger und will dann schon schnell was essen, bevor ich nach Hause komme. Und Reiswaffeln finde ich dann irgendwie ganz nett. Naja. So knusper ich dann in der Bahn höchst attraktiv vor mich hin. Dann natürlich mein Handy. Ich habe ein Galaxy S5. Hat ein paar kleine Macken, sieht aber ansonsten noch ganz gut aus. Wobei ich mir wahrscheinlich jetzt dieses Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, was Neues holen will. Schlicht und einfach, weil ich es kann. Ich bin niemand, der Unmengen für ein Handy ausgibt. Aber tatsächlich merke ich mit der Zeit auch, dass die langsamer werden. Was auch an den ganzen bekloppten Apps liegen könnte, die ich da so drauf habe. Überlebenswichtige Apps wie Candy Crush. Ja. Was ist das hier noch? Ach so, ja. Ein Regenschirm. Ich hatte unter Sophies Video schon geschrieben, dass ich immer einen Regenschirm dabei habe. Der ist jetzt tatsächlich auch noch relativ neu, weil der andere ziemlich angerostet und wackelig war. Und dann hatten wir hier einen sehr stürmischen Tag und den hat er nicht überlebt. Deswegen ein neuer Regenschirm, immer so ein Taschenregenschirm, damit ich ihn eben immer mit mir mitschleifen kann. Denn wenn ihr ein, zwei Mal in so einen richtigen Regenguss reingeratet, habt ihr immer einen dabei. Und da meine Tasche hier groß genug ist, um ihn immer dabei zu haben, habe ich ihn auch, schön, wenn man erst in der Kamera sieht, dass man hier irgendwas hat, einen Faden, habe ich ihn auch tatsächlich immer dabei, auch im Sommer. Ja, so bin ich. Voltaren-Schmerzgel. Ich hatte mal irgendwas am Knie, das ich jetzt schon lange nicht mehr habe, aber es war eben noch in der alten Tasche. Ich habe es mit umgeräumt und hatte auch bei dieser Tasche keine Lust, es mal rauszulegen. Handcreme brauche ich beruflich so gut wie immer. Gut, jetzt, wo ich die meiste Zeit im Büro bin, nicht mehr so, aber man muss sich oft die Hände waschen und desinfizieren. Und ich hatte im Winter, ja, es ist kein schönes Thema, aber es ist so oft wirklich blutige Fingerknöchel. Ich habe, bevor ich in dem Beruf gearbeitet habe, nie Probleme mit trockenen Händen gehabt. Und das Problem ist, dass ich es eigentlich gar nicht mag, meine Hände einzucremen. Also ich bin zu ungeduldig. Ich will nicht warten, bis die Creme einzieht. Es gibt eine total tolle Creme, die wasserabweisend ist. Wäre hilfreich, wenn man dran denken würde, sich die mal nachzubestellen. Mein Geldbeutel, das ist ein ziemlich großes Modell, aber ich mag das so. Und wie ihr schon seht, Mint ist irgendwie meine Farbe. Dann habe ich hier noch, was habe ich denn hier noch? Ach so, hier ist noch ein Schlüssel, da hängen meine gesamten Arbeitsschlüssel dran. Und mit so einem Band, weil ich die immer brauche. Also ich habe die immer in der Hosentasche, das Band guckt dann raus. Ich kann es einfach rausziehen und dann benutzen, also es ist total praktisch. Und die Kinder stehen total drauf. Also sie spielen sowieso gerne mit Schlüsseln, aber mit dem Band bin ich halt einfach mal die super coolste, weil sie sich das auch umhängen können und so. Ja. Okay, langsam leert es sich zumindest schon ein bisschen. Ich habe hier dann noch Kopfhörer. Habe ich eigentlich auch immer dabei, weil ich in der Bahn oft Musik höre. Schlicht und einfach. Und natürlich, was hier natürlich absolut dazugehört, mein Kindle, der hat eine Original-Amazon-Hülle. Ich hatte vorher eine andere, die ich hübscher fand, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es seinen Grund hat, warum die preislich um so vieles günstiger ist. Also die ist echt schnell auseinandergefallen, es war total ärgerlich. Ja, schade. Also deswegen habe ich die hier genommen, die kann man auch aufstellen, was ich nie mache, aber naja. Oh, mein Akku ist fast leer, gut zu wissen. Ich habe den Kindle Voyage, also sozusagen das neueste Modell, wenn man so will. Ja, ein bisschen Spielerei. Also die Hauptsache ist für mich tatsächlich, dass er beleuchtet ist, weil ich damit oft abends im Bett lese. Und den habe ich immer dabei. Wie gesagt, die Tasche ist groß genug, es stört nicht. Ich kann ihn ja immer mitnehmen und ich fahre eben Bahn, muss dann auch mal auf die Bahn warten, sitze in der Bahn rum, bla bla bla. Ist immer sehr gut, ihn dabei zu haben. Und den packe ich auch um. Also auch wenn ich eine andere Tasche mitnehme und weiß, ich muss irgendwie auf die Bahn warten oder ich gehe zum Arzt und habe nur eine kleinere Tasche dabei, nehme ich ihn auch mit. Ich bin jetzt nicht wie Rory in Gilmore Girls und wenn ich irgendwo was essen gehe oder so, habe ich auch ein Buch dabei für den Fall der Fälle. So weit ist es dann doch nicht, aber eben auch noch in gewissen anderen Situationen.
Habe ich hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Doch, eins noch. Das ist aber auch nichts, was ich immer dabei habe, sondern etwas, das hier noch drin ist, weil ja, ich es da reingesteckt habe. Ich, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, was generell eine ganz gute Quelle ist, wenn ihr so ein bisschen was von mir mitkriegen wollt. Also nicht, dass mein Leben so unfassbar spannend wäre, sondern auch lesetechnisch. Also was ich gerade so lese und davon halte und bla bla bla. So, jedenfalls habe ich das hier auch schon auf Instagram gezeigt und die sind auch aus dem Shop von einer jungen Frau, die auf Instagram vertreten ist. Und zwar sind das Armbänder, die so eine Aufschrift haben. Nein, das kann man nicht sehen. Also da steht einfach drauf, love as though you have never been hurt before, dance as though no one else is watching you, sing as though no one can hear you and live as though heaven is on earth. So, das steht da drauf und ist in Roségold und das sind solche Armbänder und die sind wunderhübsch. Und ja, die habe ich bestellt und habe sie in die Tasche gesteckt, weil ich habe sie auf die Arbeit bestellt und habe sie dann in die Tasche gesteckt und habe sie hierher mitgenommen, habe sie noch nicht ausgepackt. Ich verlinke euch diejenige, die diesen Shop betreibt, ja auch gerne in der Infobox und der Instagram Account, ich will immer Kanal sagen, aber es macht keinen Sinn. Instagram-Account lohnt sich auch so. Also es geht hauptsächlich darum, dass sie wahnsinnig viel abgenommen hat. Ich glaube um die 60 Kilo, was generell schon beeindruckend ist. Aber es gibt auch einfach dann schöne Outfit-Bilder und Essensbilder und überhaupt. Ich mag den total gerne. Ja, das war der komplette Inhalt meiner Tasche. Wahnsinnig aufregend und exotisch natürlich. Und viel mehr habe ich euch dazu auch nicht zu zeigen. Und ich tagge auch niemanden mehr, nicht weil ich die ganze Menschheit nicht mag, sondern weil ganz viele den Tag schon gemacht haben und schon getaggt wurden und ich in letzter Zeit relativ selten zum Videos gucken komme und deswegen kaum auf dem neuesten Stand bin, wer schon getaggt wurde, davon aber ausgehe, dass es so ziemlich jeder war. Wenn ihr noch nicht getaggt wurdet, macht dieses Video doch gerne, natürlich auch wenn ihr getaggt wurdet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video dann mit Büchern wieder. Aber ich denke, sowas zwischendurch ist doch bestimmt auch mal ganz nett. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.